Ja, Samstagmorgen. Wir haben inzwischen den ersten großen Abreisetag hier, wie man sieht. Es sind schon viele Zelte abgebaut. Aber es kommen natürlich auch Leute dazu und das wird dann wohl irgendwie Probleme geben auf der Zufahrtsstraße, oder? Martin, was denkst du? Ja, es gibt ein wenig einen kleinen Stau, aber das, glaube ich, bereinigt sich auch wieder. Es kommen natürlich noch viele Motorradfahrer, es fahren viele Motorradfahrer, das gleicht sich alles ein bisschen aus. Aber das ist jetzt ein bisschen in der Früh, wo ein bisschen ein Stau ist, aber das kriegen wir schon wieder hin. Hoffe ich doch auch. Im Bayerischen Wald kriegen wir alles in den Griff. Wir haben da jetzt einen ganz speziellen Typ, einen absoluten Anfänger, einen Spätzünder. Das erste Mal Schönen hier. Dank. Tom, ja? Wo bist du denn her? Aus Lemgo. Das ist Ostwestfalen, Nähe Bielefeld. Wie viele Kilometer? 630 bis hierhin. Ja, das geht ja. Gestern locker abgesessen, einmal tanken war ich hier. Okay. Sehr, sehr nett von den Leuten aufgenommen worden. Also muss ich wirklich sagen, ich war 15 Minuten vor Einbruch der Dunkelheit hier. Man hat mir geholfen, das Zelt hier schnell hinzustellen. Ich bin am Lagerfeuer super empfangen worden, habe ein nettes Essen abends noch bekommen, Getränke, alles super. Ich brauchte kaum was auspacken. Also es war das erste Mal. Das erste Mal, man hat mich hier aufgenommen. Und du da hinten, du kommst aus Spanien, oder? Ich bin ein Zuschauer. Ne? Du bist ein Zuschauer, ich dachte, du gehörst zu dem Motorrad. Na, Spanisch kann der Richard nicht. Ach, der gehört zu dir? Ach so, alles klar. Was, du bist auch immer hier am Samstag am Elefantentreffen. Als Zuschauer. Als Zuschauer. Das ist der Split, das ist der Splitfahrer. Ach du räumst für uns die Straße. Ganz eine wichtige Person in dem Fall. Nicht, das ist ja hochinteressant. Nicht die Straße räumen, er bringt den Split. Okay. Dass du Strack hast, dass du nicht ausrutschst. Ich bin für Müll zuständig. Also du bist quasi ein Teil der Infrastruktur vom Elefantentreffen. War doch jetzt so ein roter LKW da, da war sie schon da, oder? Ja. Jetzt wenn du den Fahrer auch schon redest, dann wissen sie, wer ich bin. Ja, du, ich aber er passt so gut dazu, gell? Ja, ja, ja. Da sieht man so viele Leute, so viele. Ja. Aber manchmal vergisst man die Quelle. Ja, ja aber für euch jetzt gerade stellvertretend, jetzt du, jetzt für die ganzen Kollegen von dir angefangen beim Räumdienst, Streuen, Splitbringer und so weiter. Das ist ja jedes Jahr eigentlich so ziemlich die Hochsaison, wo ihr am meisten beansprucht seid, oder? Ja, das machen wir jetzt, weil wir haben jetzt, wenn ich ja sage, stehen 15 Müllcontainer da, die werden jetzt an der Montag schon alle voll sein. Und dann werden wir da noch durchräumen. Dann machst du es umgekehrt. Du bringst erst den Split und dann holst du die volle Container. Split ist heuer ein bisschen schlecht, weil wir keinen Wind drin haben. Normalerweise ist die Zeit schon leer. Aber ansonsten, das läuft ganz gut. Ja. Also Leute, ihr habt es gesehen, Elefantentreffen. Läuft immer noch, ihr könnt noch kommen. Die Zufahrtsstraße ist etwas matschig, aber spielt keine Rolle. Wenn ihr noch kurz entschlossen auf euer Moped draufsetzt und hierher kommt, es sind Plätze frei ohne Ende. Also, und wie heißt es immer so schön? Einmal Elefant, immer Elefant. Genau, einmal Elefant, immer Elefant.